sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich wusste, dass du mich diese Frage stellst oder dass du mir diese Frage stellst. Dann sagte er alaihi salatu wasallam, da ich merke, also der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, ich dachte mir schon, dass mich darüber kein anderer vor dir fragt, da ich merke, wie sehr du um die Hadithe bedacht bist. Und das ist natürlich ein Lob des Propheten sallallahu alaihi wasallam an Abu Huraira. Ja? Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, ja, besonders bei denjenigen, die Abu Huraira radiallahu an ins schlechte Licht drücken wollen, ob das die Islamkritiker sind, ob das die Schiiten sind, ja, und diejenigen, die die Sunna leugnen. Es gibt ja viele Sekten und Strömungen, die ein Problem haben mit Abu Hanifa, mit Abu Hanifa auch, rahimahullah, mit Abu Huraira radiallahu anhu wa ardah. Warum? Weil wenn sie ihn fertig gemacht haben, haben sie damit die Sunna fertig gemacht. Ja, das ist ja der Grund, warum Abu Huraira radiallahu anhu so angegriffen wird. Oder auch Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala so angegriffen wird. Weil wenn du fertig bist mit al-Bukhari, die anderen dann jetzt nur noch mehr über Muslim und Tirmidhi zu reden, wird viel einfacher. Ja? Denn die wichtigste Säule ist al-Bukhari. Und dann die wichtigste Säule bei den Ahadith ist Abu Huraira. Warum? Weil er derjenige ist, der am meisten Ahadith überliefert hat. Ja? Und deswegen müssen wir lernen, ja, wie ich auch vorhin in der Khutba gesagt habe, wie wichtig das Lernen ist, weil wir heutzutage Versuchungen ausgesetzt sind von allen Seiten. Das heißt, wenn du Facebook, Instagram, TikTok und wie die Dinger alle heißen, wenn du mal scrollst, dann kann der Alevite kommen und dann der Habashi kommen und dann kommt der Tahriri und dann kommt der was weiß ich was, eine Sekte nach der anderen, bam, bam, Scheinargumente, Scheinargumente. Wenn du dann nicht gegen geimpft bist, Koraniten, nur Sunna, geh nach Hause, ich weiß, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Dann der Nächste, ja, Allah ist ohne Ort, ohne Zeit, geh nach Hause, أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا. Dann kommt der Nächste, was weiß ich was. Wenn du geimpft bist mit Koran und Sunna, dann wird dich das nicht treffen. Aber auf der anderen Seite, ich bekomme ja auch manchmal Fragen, die haben gesagt, ohne Zeit, ohne Ort und was weiß ich, ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Die Sache ist über 1000 Jahre alt. Die haben ja nicht irgendwas gefunden, was erst gestern herausgefunden wurde. Die Sache, dieses Thema, ist Allah Azzajal über dem Thron oder nicht, die ist über 1000 Jahre alt, dieses Thema. Und die Ulama haben genug darüber geredet, nur du hast es nicht gelernt. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass das Thema nicht tot diskutiert wurde, ja, oder wie man sagt, sondern dass du es noch nicht gelernt hast. Warum hast du es noch nicht gelernt? Weil du rumspringst beim Lernen. Du hüpfst rum. So lernt man nicht. Heutzutage haben die wenigsten die Kondition und die Ausdauer, eins nach dem anderen zu lernen. Jetzt ist was für ein Thema in Allah ohne Ort, ohne Zeit. So, jetzt nehme ich das. Das Thema ist, es gibt keine Sunna. So lernt man nicht. Stell dir mal vor, jemand will Chirurg werden und dann erstes Video YouTube, was ist Blut? Okay, nächstes Video YouTube, was die Haut? Nächstes Video, wird das ein Chirurg? Die ersten Jahre im Medizinstudium, erstmal, hör mal zu, das Ding nennt sich Schädel. Hast du mal einen Schädel gesehen? Ja, und dann so, ich weiß gar nicht, ob die lateinischen Begriffe, haben wir Ärzte hier, werden die immer noch erst unterrichtet, auf jeden Fall. So, hast du den menschlichen Körper? Ich will aber wissen, wie Krebs behandelt wird. Sekunde, das kommt doch nicht jetzt. Du musst doch erst mal wissen, wo der Schädel ist am Körper. Wie viele Knochen hat der Mensch? Wie viele Nerven? Wo sind die Nerven? Ich will aber wissen, wie die Chemotherapie funktioniert. So funktioniert das nicht. Und genauso ist es beim Lernen der Religion. Ich will wissen, wie antworten wir auf die Sekte XY. Habibi, weißt du überhaupt, wer Allah ist? Kennst du seinen Namen? Hast du sie gelernt? Nein, aber ich muss diese Sekte widerlegen. Lass das den Leuten, die gelernt haben. So wird das Wissen nicht gelernt. Ein Happen hier, ein Happen da, ein Happen hier, ein Happen da. Sondern du musst aufbauend lernen. Und die Ulama haben dir den Weg gezeigt. Fang mit dem Buch an, dann gehst du zu dem Buch, dann gehst du zu dem Buch, dann gehst du zu dem Buch und so weiter und so fort. Deswegen also, solche Ahadith, liebe Geschwister, sind wichtig für uns. Wenn also Abu Huraira
rahimahullah ta'ala, kritisiert wird, das wir wissen? Ach, das ist Quatsch. Abu Huraira radiallahu anhu wurde vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam gelobt.